In England sind wir Deutschen die ewigen Drecksäcke, noch die nächsten 1000 Jahre. Ja. Es gibt keine Comedy-Show, die uns wöchentlich nicht verarscht als Nazis oder Neonazis. Ja. Die Engländer waren bestimmt total enttäuscht, die 2010 hier zur WM hier waren, dass nicht an allen Häusern Hakenkreuzfahnen hingen und dass keine Panzer durch die Straßen gefahren sind und dass es nachts keine Fackelzüge von der SA gab. Die sind ganz enttäuscht nach England zurück. In England haben sie 2011 sogar ein Haus entdeckt, das sie an Adolf Hitler erinnert. Warum? Weil es ein schiefes Dach hatte, was sie an den Seitenscheitel von Adolf Hitler erinnert. Ja? Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr in England seid, passt unheimlich auf, besonders mit der Sprache. Ja? Wenn ihr in so einem Pub seid und ihr werdet gefragt, was ist eure Lieblingsband, dann bitte antwortet nicht mit so mit diesem Rammstein eher. Ja? Sagt nicht, I really like the Rolling Stones. Grauenhaft. Ja? Da seid ihr, ihr müsst immer aufs TH achten, ganz wichtig. Ja? Immer schön die Zunge dran. Ja? Und sagt nicht so Dinge wie, this is the third time. This, nicht this. Immer schön, this, this. Egal wie nass gespuckt, wie nass gespuckt der Engländer auf der anderen Seite ist, da pisst sowieso immer ein Engländer, dem ist es scheißegal, ja. Wenn ihr in England bei einem Bäcker seid, ja, und denkt dran, wir haben Handy-Zeitalter, bestellt, wenn ihr was aus den oberen Regalen bestellt, ja, sagt nie, I want this, nie. Ja, ihr seid am nächsten Tag auf der Titelseite von der Sun drauf, ja. Immer bestellen, immer nur mit dem Ellenbogen, immer so zeigen, also, da bekommt ihr in England 60% Behindertenrabatt, ja. Ja, und wenn ihr so typische deutsche Namen habt, wie Siegfried, bitte immer auf der zweiten Silbe betonen, nicht auf der ersten, nicht sagen, Siegfried, Gottes Willen, habt ihr das verratzt? Das ist, dauert lange, ihr müsst wochenlang proben, Sieg leise, Fried laut, Siegfried, 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 es dauert Wochen, ja. Deswegen, falls ihr das nicht schafft, ja, einfach, wenn er gefragt wird, wie er heißt, könnt ihr das Sieg am Anfang so wegnuscheln, ja. What's your name? Siegfried. Yeah, sorry, Paul, what's your name? Siegfried, ja. Hey, are you drunken? Yes, a little bit. What's your favorite beer? Heilsbräu. Nie Heilsbräu sagen, ja? Henning oder Binning, ja? Ja, und wenn ihr beim Inder sitzt, in London beim Inder sitzt, bestellt auch bitte nie Nazi Goreng. Die verstehen sowieso nur Nazi Goreng, ja? Nix Nazi Goreng, ja? Und wenn du einen Engländer fragt, was heißt eigentlich Sky auf Deutsch, sagt nicht Himmel, die hören nur Himmler, ja? Und der letzte Tipp ist der wichtigste. Wenn ihr in Spanien seid, bei Teneriffa, und Engländer sitzen neben euch, das kann ja passieren, und da kommt der Kellner und fragt, wie ihr euer Wasser wollt. Er fragt, Aqua Minerale con gas e sin gas. Solange Engländer neben dran sitzen, Fresse halten, ja. Und wenn sie 3 Wochen da sitzen, 3 Wochen die Fresse halten. Aber sagt nie an der Seite von Engländern, con gas. Da habt ihr es verschissen für immer, ja. Todesstrafe. Wenn ihr das, was ich euch erzählt habe, alles beherzigt, dann könnt ihr euch nach England fahren. Dann kommt ihr auch heil, scheiße, schon wieder heil, ja. Dann kommt ihr gesund zurück und achtet auf die Aussprache.